gecancelt haben, aber die Tour dann weitergespielt wurde. Und wir haben sie getroffen. Eine Tour kann sogar die härtesten Rockstars emotional ganz schön beuteln. Auch Linkin Parks Chester Bennington ist nicht sicher davor. Je mehr Spaß die Fans haben, umso heftiger seine Reaktion. Wenn das Publikum abgeht, weckt das den Kotzteufel in mir. Dann muss ich immer auf die Bühne kotzen. Heute war es besonders gut, ich habe 2/3 der Bühne voll gekotzt. Today was an exceptionally good vomit because I actually covered about 2/3 of the stage with my bile and es hatte etwa diese Farbe, ein bisschen mehr pink. Ja. Heuteln. Auch Linkin Parks Chester Bennington ist nicht sicher davor. Je mehr Spaß die Fans haben, umso heftiger seine Reaktion. Wenn das Publikum abgeht, weckt das den Kotzteufel in mir. Dann muss ich immer auf die Bühne kotzen. Heute war es besonders gut, ich habe 2/3 der Bühne voll gekotzt. Today was an exceptionally good vomit because I actually covered about 2/3 of the stage with my bile and es hatte etwa diese Farbe, ein bisschen mehr pink. Ja. Nicht nur, dass der Linkin Park Frontmann bei Konzerten die Bühne vollkotzt, um zu spielen begibt er sich sogar in Lebensgefahr. Durch einen Spinnenbiss in den Allerwertesten drohte Chester die Ozfest-Tour nicht zu Ende bringen zu können. Ich hatte 2 Möglichkeiten, die Tour durchzuziehen oder, wie es mein Arzt wollte, ins Krankenhaus gehen und die letzten beiden Ozfest-Termine zu canceln. Ich dachte, scheiß drauf, ich versuche lieber auf dem Ozfest Spaß zu haben. Ich habe ein paar Pillen eingeworfen und es hat funktioniert. Try to live on the Ozfest with this spider bite that's gonna kill me. Take a couple pills and see if it works. And it worked. Augen verschließen. Das Konzert am Tag zuvor in Hamburg wurde abgesagt, weil die Jungs total schockiert waren. Gestern sind sie dann auf die Bühne gegangen und haben auch ihren Gefühlen freien Lauf gegeben. Fuck Terrorism. Und ja, wir waren dabei, haben gedreht und haben uns auch mit den Jungs unterhalten und haben geklärt, dass sie auf jeden Fall noch zu Select kommen wollen, weil sie auch gestern ihren Auftritt hier abgesagt haben. Ging gestern einfach nicht. Kann ich auch verstehen. Ihr auch. Habt super toll reagiert. Und sie bedanken sich auch für den Support an die deutschen Fans. Das fand ich total klasse. Hier sind unsere Bilder. You know, yesterday some really fucking tragic shit happened overseas in New York City, in Washington, D.C. They shut our show down. They shut fucking everything down. Those fucking bastards fucking fucked up the entire world. And I'll tell you something right now, people. I'll tell you something right now. Germany and the German fucking people have been nothing but supportive and showed every one of us love. And we want to thank all of you very much from the bottom of our hearts. Also ihr seht, Emotionen.